Ja, hallo ihr Lieben, euer Schuhmakerwelle hier. Ich sitze hier mit dem Ronald Völker, aktueller Tourenwagen-Weltmeister in der Klasse Tourenwagen 1 zu 10. Ja, hi Ronald erstmal, erzähl ein bisschen was über dich. Wie alt bist du, wo kommst du her? Ich bin 33 inzwischen, wohne in Mainz, komme aus Friedberg. Ja, seit 4 Jahren in Mainz. Ja, cool. Ronald, erzähl, du bist jetzt wie gesagt 33. Wie lange machst du das Hobby schon und wann hast du damit angefangen? Ich habe mit meinem Vater angefangen, der hat es in den 80ern gemacht. Und ich habe die Fernsteuerung schon 1989 in der Hand gehabt, als ich 4 war. Also schon ein bisschen länger. Das ist schon verdammt früh. Und seitdem hast du ja, wie gesagt, eine steile Karriere hingelegt. Du bist jetzt Yokomo-Teamfahrer seit wie vielen Jahren? März oder Mai 2009, also auch knapp unter 10 Jahre. Also 10 Jahre ist schon eine lange Zeit, das ist schon der Hammer. Zu deinem Werdegang bei Yokomo, wie sieht deine Position da aus? Bist du quasi nur reiner Fahrer oder hast du auch andere Aufgaben bei Yokomo? Bis letztem Jahr war Robert Ito noch bei Yokomo und Umino als PD8-Designer bei Yokomo. Da die beiden jetzt erstmal wegfallen, habe ich ein paar andere Aufgaben mehr oder weniger automatisch übernommen, wie zum Beispiel mit der Rennplanung, also Hotel buchen, Flug buchen und das ein bisschen koordinieren. Also jetzt nicht allzu viel Aufwand, wenn man halt die Kalender kennt, klären wir halt ab, wohin wir gehen. Was Sinn macht, was nicht Sinn macht und das ist dann ein bisschen frühzeitiger auch als früher, alles planen. Okay. Ja, das ist schon ein sehr vielfältiges Aufgabenbereich. Dein Geheimnis deines Erfolgs, wie würdest du das so sehen? Was ist der Beweggrund? Wie hast du es dann quasi den Weg zum Weltmeistertitel? War der hart? Wie schwer war der? Wie stark musstest du dafür arbeiten? Der war schon sehr hart, weil ich mehrere Anläufe sehr knapp dran war. Zweimal sehr, sehr nah dran war und am dritten Mal hat es geklappt. Die WM ist nur alle 2 Jahre und mir hat es schon immer Spaß gemacht, also auch als Kind, als Jugendlicher. Irgendwann lernt man mehr, man wird besser und dann hat man natürlich auch einen Wettbewerbsgedanken. Also ich meine, ich verfolge generell alle möglichen Sportarten und man will ja selber dann auch Erfolg haben und tut mal auch einiges mal dafür. Was würdest du sagen in Bezug, wir sind hier auf dem ETS, Runde 2 der Saison 2018 hier in Daun. Was würdest du sagen, hat den größeren Stellenwert? Ein ETS-Titel oder immer noch ein Weltmeistertitel? Natürlich der WM-Titel, der hat schon den ultimativen Stellenwert. Aber die ETS-Rennserie, die es jetzt auch seit über 10 Jahren gibt, ist die wichtigste Rennserie für den Tourenwagenmarkt, nicht nur für Europa. Und das ist halt auch sehr, sehr wichtig, also für einen selbst, für die Firmen. Und es kommt sicherlich darunter. Das nächste. Ja, Ronald, lange mit dabei, wie wir gerade schon gesagt haben. Wie hast du den Wandel im Tourenwagensport oder in der Elektro-Rennszene miterlebt? Von Brushless, von Brush zu Brushless und Akkutechnik, Lipotechnik. Wie war da für dich? War der Umstieg da schwer? Seid ihr da so reingewachsen oder wie lief das da? Da ich ja auch nie irgendwann mal aufgehört habe, habe ich selber gar nicht gemerkt, dass die Autos so viel schneller geworden sind. Wenn man jetzt bedenkt, dass die jetzigen Stock-Kombo in etwa das ist, was Modified vor 10, 12 Jahren war, ist es erstmal schwer, das selber zu begreifen. Deswegen, es ging mehr oder weniger automatisch. Es hat sich halt jedes Jahr mehr entwickelt. Die Akkus wurden besser, Motoren wurden besser. Und mit Brushless, in den Anfängen war es noch ein bisschen mühsam, aber es ging ja relativ flott, dass Brushless sich halt durchgesetzt hat und dann auch von Jahr zu Jahr schneller geworden ist. Ja, das sehe ich als Hobbyfahrer ähnlich. Bin ja auch schon ähnlich lang dabei wie du. Zwar nicht in der Liga, wo du spielst, aber wie gesagt, der Umstieg war da, wie gesagt, kaum zu spüren, sag ich mal. Dein Tipp für jemanden, der jetzt das Hobby neu beginnt oder schon ein bisschen länger dabei ist, was für einen Tipp kannst du dem generell auf den Weg geben, um besser zu werden? Ist da eher die Setup-Arbeit im Vordergrund, eher das fahrerische Talent oder wo siehst du da die stärkere Gewichtung? Ja, es macht ja schon Sinn, wenn man Spaß daran hat, was ja eigentlich jeder haben sollte erstmal, einfach zu fahren. Also man muss jetzt nicht auf Teufel komm raus am Setup rumschrauben, hauptsache man fährt. Am besten nicht nur alleine, sondern gegen Freunde, gegen andere oder gegen Konkurrenten mit ähnlichem Niveau oder auch besser. Je besser die Gegner sind oder besser als einer selber, wird man auch selber besser. Und in erster Linie soll es halt auch Spaß machen. Und leider geht es ja generell ein bisschen zurück mit den Wettbewerben oder mit den Rennstrecken an sich, die Indoor, draußen,
ist leider alles ein bisschen zurückgegangen. Das ist sehr schade im Moment. Aber generell trainieren, fahren, da wird man automatisch schon besser. Dein abschließender Tipp für den Einsteiger, wo sollte er eher Ausschau nachhalten? Ein gebrauchtes Pro-Kohlefaserfahrzeug oder eher was Spaß macht, so TT in die Richtung, irgendwie so ein Kunststoff Just for Fun Chassis? Ja, man sollte schon erstmal klein anfangen. Also man braucht nicht direkt Kohlefaser, Aluminium, Kunststoff, High-End. Es gibt genug Autos, die günstig sind, die nicht gleich auseinanderfallen. Klar sind jetzt Modelle von Konrad zum Beispiel für den sehr, sehr frühen Anfänger gedacht, aber nicht für den, der eigentlich auf die Strecke fahren will. Und da gibt es genug Modelle, die Sinn machen in einem niedrigen Rahmen. Man muss nicht immer das beste Material haben, um erstmal zu fahren. Oder das teuerste Material, sagen wir mal so. Und dann kann man sich immer noch peu à peu steigern. Aber generell erstmal kann man etwas ruhiger anfangen. Muss nicht immer das teuerste haben. Hauptsache, es macht Spaß. Und man hat einfach, ist zufrieden. Ja, sehr schön. So, zu guter Letzt noch zum Abschluss. Hier Runde 2 ETS. Das erste Rennen hat der Marc gewonnen. Wie sieht das bei euch aus? Es ist super eng geworden diese Saison. Wo siehst du dieses Jahr das ETS und deine Chancen, wieder mal den Titel zu holen? Ja, ich habe jetzt die letzten 2 Jahre nicht gewonnen. Es ist generell sehr knapp bei uns allen und vor allem in der Autosaison hatte ich letztes Jahr einige Punkte liegen lassen. Und der Fokus ist ja darauf, bei den Autorennen zu gewinnen und den Titel zu holen. Und hier sieht gut aus bis jetzt und die Chance ist da, zu gewinnen, um den Punkterückstand aufzuholen, der nach einem Rennen eh noch nicht sehr groß sein konnte. Und klar wäre es eine Befriedigung, hier zu gewinnen. Aber generell liegt der Fokus auch für Asphalt, dass man da wieder besser ist. Und die Weltmeisterschaft dieses Jahr im August ist ja auch auf Asphalt, auch wenn sie in der Halle ist, dass da das Auto halt auch sehr gut funktioniert. Ja, super, dann danke ich dir für die kurze Zeit und wünsche dir viel Erfolg hier für das ETS hier in Daun und würde sagen, viel Spaß noch. Alles klar, danke schön.